Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir uns im Abtei ein bisschen umgeschaut und haben von Angelus diesen Auftrag bekommen, dass wir uns heimlich in das Gemach, sage ich jetzt mal, vom obersten Abt Francisco schleichen sollen, denn dort soll angeblich ein Hofner sein. Und wer dieser Hofner ist, na, wir wollen es herausfinden. Ich habe jetzt offscreen ein bisschen gelevelt. Nicht viel, nur alle jeweils um ein Level. Ich wollte ja eigentlich um zwei Level machen, damit Jessica auch Level 13 ist. Aber es reicht mir ehrlich gesagt auch so, weil Spike hat jetzt dadurch seine Schwertfähigkeit plus 10 bekommen, also mehr Angriff. Das gleiche gilt für Yengis. Und Jessica hat den Zwillingsdrachen gelernt. Und wenn Yengis nochmal ein Level erreichen sollte, was definitiv in der Höhle passiert vor dem Boss, das wäre ziemlich geil, lernt er die Axt der Angst. Und das wäre richtig geil. Okay. Ja, der nächste Dungeon, die Abteiruine. So, und hier muss ich mich echt immer ein bisschen umschauen. Denn hier gab es ein paar geile Sachen versteckt. Und was hier noch gab, etwas, das ist bisher noch nicht im Spiel gab, ein sogenannter Metallschleim. Den erkläre ich euch, wenn er uns mal begegnet. Da muss man aber sagen, die Betonung liegt auf wenn. Wenn der uns überhaupt mal begegnen sollte. Die sind nämlich relativ selten, die Teile. Hoppla, die Schatztruhe ist in Wirklichkeit eine Fresskiste, also eine Mimik. Kein Problem, sollte ich eigentlich jetzt ohne Probleme schaffen. So, Flammenhieb, du greifst normal an und du zeigst uns mal deinen Zwillingsdrachen. Oh yeah, im Endeffekt zwei Angriffe auf einmal. Und das ist es, was den Zwillingsdrachen so besonders macht. Weil stellt euch jetzt mal den Zwillingsdrachen kombiniert mit Konzentration vor. Das sind dann zwei Angriffe mit Konzentration. Das ist ziemlich geil. Okay, hier geht's nach unten. Oder Wandschrank. So, jetzt ist... Ah, ein Eisennagel. Schön. Jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir lang? Ich sehe jetzt nämlich gerade, wir können auch hier runter. Ja, ich glaube aber, dass das hier der falsche Weg war. Na, ich weiß es nicht mehr. Das ist das Problem. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe gesagt, dass ich ohne Lösungsbuch hier durch will. So. Wunderbar, Rex. Okay. Oder mal ein paar. Gibt es. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter. Weil ich's kann. Nee, hier bin ich ja richtig. Da vorne ist doch, glaube ich, schon der Boss. Ja, die Ruine, die ist jetzt nicht wirklich... Ja, nicht wirklich lang. Aber es gibt halt so geile Sachen hier. Wenn ich mich nicht irre, findet man hier auch einen tollen Schild. Oh, das hält, die Mumie hält aber ordentlich was aus. Ja, die Gegner hier, die sind schon... Ja, die sind schon teilweise ein bisschen gemein, ein bisschen stark. Ja. Zwei Fliegeriche, gut, das sollte jetzt eigentlich weniger ein Problem darstellen, sage ich jetzt einfach mal. So,
Na, der lebt ja noch. So, ich muss halt jetzt wirklich mal überlegen, weil wie gesagt, es gibt hier irgendwo ein Schild. Die Frage ist nur, kann ich da durch? Ach ja, genau so war das. Die verschlossene Tür. Kann ich mal so an dir vorbei, danke. Ich glaube, dafür muss ich den anderen Weg gehen, um dahin zu kommen. Och. Muss das denn jetzt sein? So. Aber wie gesagt, also bis jetzt ist uns noch kein Metallschleim begegnet. Ich hab's gesagt, die Viecher sind auch ziemlich selten. Also geil, ja, beim besten Willen, aber ziemlich selten. So. Machen wir die jetzt mal noch alle hier kaputt? Ja, komm schon. Und tschüss, wunderbar, Rix. Okay. Ja, ich glaube, ich kann Jessica mal heilen, wenn ich mir das mal so anschaue. Ich glaube, die könnte mal ein bisschen Heilung vertragen. So. Ja gut, wenn wir mittlerweile... nicht die Viecher schon wieder. Wenn wir... wir wissen ja mittlerweile, dass... dass es in dem Spiel schneller gehen kann, als man will. Dass man kurz stirbt, sage ich jetzt mal. Das geht in dem Spiel relativ schnell. So, ich will jetzt auch nicht alle MP irgendwie wegen dem Zwillingsdrachen hier verschwenden, weil, die will ich halt dann doch für den Boss aufheben. Der Zwillingsdrache hat übrigens auch einen Nachteil. Das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil bezeichnen. Ich bezeichne es eigentlich eher als Nachteil. Und zwar geht der erste Hieb ja auf den, wo man sagt, dass er auf den gehen soll. Der zweite Hieb geht aber zufällig auf irgendjemanden. Kann man jetzt als Vorteil, als Nachteil bezeichnen, wie man will. Na gut, das ist da vorne eine Sackgasse. Ah, wunderbar. Oh, schön mal wieder eine Mini-Medaille. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das ein Problem wird, wenn die Viecher so auf der Weltkarte rumlaufen. So, da muss ich aber normal angreifen, da bringt mir der Zwillingsdrache ehrlich gesagt gar nichts. Jetzt schläft schon wieder einer. Oh boy. Schön. Na gut, dann rockt Yang ist das halt mal alleine. Kriegt er auch hin. Oh, Jessica ist wieder wach, schön. Und Spike ist auch wieder wach, ja wunderbar. Fragt sich halt jetzt für wie lange. Ja, für wie lange? Oh, Jessica ist eingeschlafen. Jessica schläft den Schlaf der Gerechten. Hier unten kann man aber auch echt gut leveln. Die geben hier unten ordentlich Erfahrungspunkte. So, wie muss ich denn jetzt... Da vorne ist eine Treppe. Also das haben sie in dem Spiel nicht geändert. Sie haben zwar jetzt Zufallskämpfe weg und haben dafür die Gegner auf die Karte gesetzt, aber das sind trotzdem immer noch zu viele. Das haben sie irgendwie nicht ganz geändert, meiner Meinung nach. So. Was haben wir denn hier? Schatztruhe ist abgeschlossen. Ah, da ist es ja, das Bronzeschild. Da wollte ich hin. So. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. So, die Tür müsste eigentlich eine Fake-Tür sein.
Oder ein Fake-Raum dahinter. Das geht ja auch. So. Von da bin ich gekommen. Da könnte ich jetzt hier lang gehen. Das mache ich jetzt auch mal. Aber vorher will ich den Schild ausrüsten. Also das ist... Mit diesem Ausrüsten, das ist richtig behindert gemacht. Nee. Das ist richtig scheiße gemacht. So. Dann bleibe ich hier beim Klassiker. Das ist sehr, sehr viel übersichtlicher. So. Okay. Oder bin ich nicht... Nee, halt, von da bin ich gekommen. Das bedeutet so... Ich und mein Orientierungssinn. Das bedeutet, ich muss hier lang. Ja, und die Tür müsste dann, glaube ich, hinter mir wieder zufallen. Genau, und ist jetzt auch wieder im Schloss drin. Das bedeutet, ich kann die Tür von der Seite sowieso nicht öffnen. Aber ich habe immerhin den Schild. Und das ist genau das, was ich wollte. Ui, das sind aber so mal viele. Oh, insgesamt sehe ich mal, ich könnte mich, glaube ich, bald mal wieder heilen. Aber ich will halt jetzt auch nicht unbedingt alle MP verschwenden. Ja, ein bisschen warte ich noch mit dem Heilen. Weil ich halt jetzt, wie gesagt, nicht die ganzen MP einfach gleich vor dem Boss schon verschwenden will. Sonst könnte der mir nämlich einige Probleme bereiten. Schön. Oder wir machen es einfach auf die Arten, erreichen vorher ein Level up. 9 Talentpunkte, yes, na. Schön. So, jetzt ist die Frage. Axt des Bösen. Scharfrichter brauche ich aber. Also muss ich es weitermachen. So, ich werde aber nur bis 82 machen, weil Typhäus Metzelball brauche ich eigentlich nicht. So. Das bedeutet, wir lernen jetzt die Axt der Angst. Oh yeah. Axt der Angst erlernt. Ich freue mich. Das wird schön, sage ich. Ich meine, wenn wir dann auch noch beim Boss sind, sage ich jetzt einmal, und dem dann mal kurz eine Axt der Angst entgegenklatschen können, das wird schön. So, wir müssen jetzt hier rüber gehen. Durch das Wasser würde ich jetzt nicht unbedingt... Hi. Ich habe einen Metallschleim gesehen. Deswegen bin ich rein. Auch wenn das Wasser mir Schaden zufügt. Es sind sogar zwei. Es ist immer schlecht, wenn die zuerst zuschlagen. Okay. So, Metallschleime. Was hat es damit auf sich? Metallschleime sind putzige kleine Viecher, die eine lächerlich hohe Verteidigung haben. Das bedeutet, ein Treffer, wenn ich treffe, fügt einen KP zu. Ein, nicht mehr. Die Viecher haben aber, glaube ich, auch nur 4 oder 5 KP oder sowas und geben 1000 Erfahrungspunkte. Das bedeutet, aber sie sind also relativ schüchtern, deswegen die hauen auch schnell ab. Deswegen mache ich hier jetzt immer das Teufelsbeil. Zack. Und Jessica macht den Zwillingsdrachen. So, der ist da geblieben. Der andere ist geflohen. Okay, einer ist noch da. Einen Schaden haben wir schon mal genommen. Hat nicht getroffen. Ach, er flieht. Okay. Hätte das sein können. Das wäre jetzt natürlich ziemlich geil gewesen, aber... Ja, ich... Okay. Da habe ich jetzt erstmal ordentlich Schaden wahrscheinlich gefressen. Aber... Noch einer! Noch einer! Okay, wirklich nur einer. Habe ich aber kein Problem mit. So, bleib da! Bleib da! Oh. Arschloch! Dass der nicht mal da bleiben kann. Kommt er jetzt nochmal? Er kommt nochmal! Das ist schön. Aber kommt jetzt da immer ein Metallschleim? Sehe ich das jetzt so richtig? Bemerkt die Gruppe nicht, das ist noch besser. Eine Gratisrunde für mich. So. Und so. Ein Treffer immerhin. Ein KP-Schaden hat er schon mal genommen. Nicht getroffen.
Ach! Diese Mistviecher. Ihr seht, auf was es rausläuft, oder? Bei diesen Viechern. Was ich damit meine. Sie sind nicht gefährlich. Jetzt ist keiner mehr da. Ach, jetzt bin ich runtergefallen. Kann ich so rum? Ja, kann ich, okay. Sie sind nicht gefährlich. Beim besten Willen nicht. Aber sie geben halt ordentlich Erfahrungspunkte. So. Da ist nix. Ist hier noch irgendwie was? Ach, jetzt bin ich den Weg zurückgerannt. Okay. So, ich will jetzt aber hier so mal versuchen drauf zu bleiben, um so wenig Schaden wie möglich davon zu nehmen. So, okay. So, jetzt bin ich hier. Danke. Ja? Danke. So. Okay. Jetzt müsste ich, glaube ich, direkt vor dem Boss sein, wenn ich mich nicht irre. So, und hier müsste es aber noch irgendwo eine Mini-Medaille geben. 50 Goldmünzen. Oh, hi! Ein Metallschleim, da freue ich mich natürlich wieder. Wieder nur einer. So. Teufelsbeil und Zwillingsdrache und flieg. Ja, das sind sehr schüchterne Viecher. Die sind halt auch ziemlich schnell, deswegen kommen die oft vor uns zum Zug. Ja, jetzt... Metallschleime sind ideal zum Leveln. Nur halt jetzt hat am Anfang noch nicht, weil... Da braucht man sehr, sehr viel Glück, weil man halt noch nicht wirklich... Da ist die Mini-Medaille, weil man noch nicht wirklich schneller ist als die Metallschleime und ihn noch nicht wirklich nennenswert Schaden machen kann. Deswegen. So. Und da ist er, der Boss. So, kurze Heilung. Okay. Der wird nämlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Was haben wir hier? Ein Banditenbastrock, ne? Brauche ich nicht. Gehen wir mal so rum. Da ist nix. Hat jetzt nicht wirklich nennenswert Schaden gemacht. Dann komm mal her. So much pain. So much sorrow. Why does my goddess remain silent? How long must I languish in misery? We served you so faithfully, yet we died in agony. That terrible plague consumed my beautiful abbey. Oh, the memory, the pain, so much pain. And now you shall taste for a moment the agony I have endured for an eternity. But fear not, for you shall be saved by the blissful peace of death. Eigentlich ziemlich brutal. Und die gequälte Seele nähert sich. Okay. Was machen wir denn bei ihm? Ich glaube, das Beste, was ich gerade machen kann, ist wirklich einmal konzentrieren mal mit allen. So, jetzt ruft Unterstützung herbei. Genau. So. Ich riskier's mal nochmal und konzentriere mich nochmal mit allen. Brutzel. Ui! Das macht aber ordentlich Schaden. So. Okay. Dann machst du mal einen Flammenhieb. Du machst eine Axt der Angst auf den da drüben.
und du einen Zwillingsdrachen auch mal auf ihn. Ah. Schön. Sehr schön. Okay. Spike ist ab jetzt mein Heiler. Das bedeutet, er darf mal kurz Jessica heilen. Yengis und Jessica konzentrieren sich. Das sind meine Angreifer. So. Heilung, und zwar heilst du mal dich selbst und die anderen beiden konzentrieren sich. Ja, dann ruf halt wieder deine Unterstützung. So. Heilung auf dich. Und beide konzentrieren sich. Ist ziemlich... Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ja, es funktioniert so, wie ich es mir vorstelle bis jetzt. Okay. Dann darfst du heilen. Du machst Axt der Angst auf ihn. Und du wollte ich eigentlich nicht, dass du dich nochmal konzentrierst. Das war ein Missklick. Oh, ist das schöner Schaden. So. Okay, du machst mal eine Heilung auf dich. Yengis, du hilfst mal ein bisschen mit Heilen mit. Jessica, du machst einen Zwillingsdrachen auf die gequälte Seele. Das sollte nochmal ordentlich... Ja, das macht dich nur ordentlich Schaden. Es besiegt ihn sogar. Sehr schön. So. Okay. Jetzt sind wir alle wieder auf einem relativ akzeptablen Niveau. Flammenhieb. Ne, nicht heilen. Du kannst eigentlich... Wobei, du kannst eigentlich auch gleich hier Axt der Angst machen. Warum nicht? Was spricht dagegen? So. Axt der Angst und der Zwillingsdrache, die machen den Boss so viel angenehmer. Die machen den so unsagbar angenehmer. Vor allem der Zwillingsdrache. Und Stufe 13, schön. Jetzt will ich mal schauen, wie weit will ich denn das Peitschentalent überhaupt machen. Also auf jeden Fall bis 43. Es ist auch noch eine Überlegung, ob ich bis 68 mache, wegen Peitschenangriff plus 25. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall werde ich es jetzt erstmal noch ein bisschen machen, bis ich bei Peitschenangriff plus 15 bin. Damit ich da wieder ein bisschen mehr Angriff habe. Allerdings auf gar keinen Fall bis 100. Weil macht keinen Sinn. Oh, ein goldener Gebetskranz, schön. Oh my goddess, my dear sweet goddess. At last, I shall rest cradled in your blessed. Und wir wurden vollständig geheilt. Ist das nicht freundlich? Ah, sehr schön. Ja, somit wäre der Boss tatsächlich geschafft. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part machen wir uns dann mal auf dem Weg weiter zum Abt Francisco. Den Boss haben wir besiegt. Die Abteiruine ist somit eigentlich auch abgeschlossen. Wir müssen eigentlich nur noch aus ihr hinauskommen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Dragon Quest 8. Mir ist gerade der Name des Spiels ernsthaft nicht eingefallen für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.